Nach den gestrigen Apple-Zahlen sah es zunächst mal nicht so gut aus für die Bullen, denn das war doch so ein bisschen enttäuschend in einigen Aspekten. Aber Trumps Schachzug steigert jetzt die Chance auf eine Jahresendrallye. Und damit alle herzlichst willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf den heutigen Handelstag. Gestern, um mal mit Apple anzufangen, ging es zunächst mal nicht wirklich nach oben, sondern eben nach unten auf Future-Basis, nachdem Apple vor allem enttäuscht hatte beim Ausblick, also bei der weiteren Erwartung für das vierte Quartal jetzt Lieferengpässe. So hat man sich ausgedrückt, insgesamt vor allem enttäuschend die iPhone-Verkäufe und eben der Ausblick, alles andere Gewinn pro Aktie natürlich wieder sehr, sehr gut, gar keine Frage, aber das ist eben nicht das Entscheidende, sondern der Ausblick ist das Entscheidende und die Apple-Aktie dann nachbörslich so zwischen 4% und 5% unter Druck. Sah also nicht so furchtbar gut aus. Aber dann im morgendlichen asiatischen Handel platzte die Nachrichtenbombe herein, dass Donald Trump sein Kabinett beauftragt habe, den Deal mit China auszuarbeiten, also das Handelsabkommen auszuarbeiten. Das ist natürlich ein sehr geschickter Schachzug, denn wenn jetzt nochmal vor den US-Zwischenwahlen am Dienstag die Märkte nach oben gehen, dann kann das Donald Trump nicht schaden. Sobald die Wahl vorbei ist, könnte ihm der Sinn wieder anders stehen, so ist zu vermuten. Donald Trump ändert ja seine Meinung, wenn es ihm nützte, gerne in wenigen Minuten. Wie auch immer, wir haben also jetzt die Situation, dass die Märkte sagen, hurra, der Handelskrieg, der kommt doch nicht, der wird gelöst. Und das hat die Future-Märkte jetzt stark nach oben gebracht. Es wird aber nicht so passieren. Am 30. November ist ja sozusagen dieses Treffen, G20-Treffen in Buenos Aires. Das wird noch ein ganz harter Weg, aber mental sind die Märkte jetzt so in dieser Hurra-Stimmung und die dürfte anhalten, bis dann Trump nach den Wahlen sagen wird, naja, ganz so ernst habe ich es nicht gemeint, die sollen schön die Zölle zahlen. Normalerweise kommt ja jetzt dieser komplette Zoll, 25% auf die chinesischen Waren ab 1. Januar. Ich will nochmal hinweisen auf das Buch Destined for War, das einfach hier diesen Zusammenhang, dieser fast unaufhaltsame Konflikt zwischen den USA und China beschreibt, vorbestimmt zum Krieg heißt das übersetzt und zeigt, dass strukturell sozusagen die Interessensgegensätze eben zwischen der totalen Hegemoniemacht im Grunde seit dem Jahr 1900 und der aufstrebenden Macht, die einfach viel stärker ist von ihrem Potenzial, weil einfach viel mehr Leute hier sind, die kaufkräftig sind, die sozusagen einfach hier wirklich zu einer Stärke nicht nur der Wirtschaft, sondern auch des Militärs beitragen können, dass das praktisch kaum zu vermeiden ist. Dementsprechend wird sich das Ganze wieder umkehren, aber sei es drum, möglicherweise haben wir jetzt eben dieses Muster, das ich gestern schon mal gezeigt hatte, dass es dann eben mit den Zwischenwahlen erstmal nach oben geht. Apropos Zwischenwahlen, eingepreist ist im Markt, dass die Demokraten das Abgeordnetenhaus gewinnen, die Republikaner den Senat behalten. Für die Märkte wäre das gar nicht schlecht, denn das würde zwar so Impeachment-Sorgen ein bisschen natürlich nach oben pushen, aber auf der anderen Seite möglicherweise eben zu diesem großen Infrastrukturprogramm führen, in dem die Demokraten eigentlich freundlicher gegenüberstehen als die Republikaner. Wir werden sehen. Schauen wir uns erstmal an, was heute noch auf der Agenda steht. Da haben wir nämlich wichtige Daten. Die Non-Farm Payrolls, die stellen ex-Agrar 13.30 Uhr wegen der Zeitverschiebung. Stundenlöhne, das wird extrem wichtig. Und Arbeitslosenquote 3,7% erwartet wie im Vormonat. Stundenlöhne, sehr, sehr wichtig. 0,2% zum Vormonat, aber 3,1% zum Vorjahresmonat. Das erste Mal, dass da eine 3 davor steht, wenn es denn so kommt, seit Jahren. Und wir haben die Stellen extra gerade 200.000, ist hier die Konsenserwartung. Wir lassen uns überraschen und schauen jetzt in die Charts und wir sehen, dass in China hier gute Laune herrscht. Klar, das ist natürlich nicht allzu schlecht. Chinas Internetwerte sind inzwischen doch relativ günstig. Wir sehen starke Unterstützungen seitens der chinesischen Behörden, Lokalverwaltungen, die lokale Firmen unterstützen, die an Börsen gelistet sind. Also im Vergleich zur Wall Street ist da manches vielleicht noch zu holen. Der China A50 gewinnt fast 3% heute. Ähnlich nach oben geht es, über 2% geht es für den Nikkei. Wir sehen hier diese Kerze mit der Meldung, dass Trump sein Kabinett beauftragt habe, einen Handelsdeal auszuarbeiten. Wie gesagt, da ist ein langer Weg dahin und die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich stattfindet, tendiert gegen null. Aber solange es die Märkte glauben, die Welt ist alles, was der Fall ist, oder die normative Kraft des Faktischen, so sagten die 68er, schauen wir uns den
Ein DAX, an der jetzt gute Chancen hatte, sich hier wirklich abzusetzen. Wir dürften vorbörslich schon auf dem gestrigen Hoch hantieren. 11.570, 11.580 nach aktueller Indikation kann dann schnell raufgehen oder könnte schnell raufgehen auf den nächsten Widerstand hier im Bereich dieser Zone 11.665. Aber was haben wir hier? The Nasdaq, der gestern mit einem Gap nach unten eröffnete nach den Apple-Zahlen, aber dann, jetzt sehen wir eben diese starke Aufwärtsbewegung und diese Ausbruchsbewegung. Der Markt will jetzt diese Beruhigungspille, er kriegt sie also. Wir haben den Dow Jones 25.536, der S&P kann sich hier absetzen, mögliches Ziel 2820, aktuell 2755, das wäre durchaus drin. Wir sind hier aus diesem kurzfristigen Abwärtstrend ausgebrochen. Ich glaube, es ist eine Bärenmarkt-Rallye, die wir hier sehen, weil dann die Realität wieder kommen wird. Aber erstmal ist eben die Laune gut, das muss man zur Kenntnis nehmen. Wir sehen Dollarschwäche auf breiter Front, jetzt Euro-Dollar 1,1423. Gestern ja schon die Dollarschwäche eigentlich ohne wirklichen Grund. Jetzt geht es nach oben. Für den Euro geht es für fast alle anderen Währungen nach oben gegenüber dem Dollar, wie zum Beispiel dem Yuan, der stark zulegen kann, seit gestern 800 Pips, gestern noch bei 6,98, heute waren wir schon unter der 6,90er Marke, ist natürlich besonders positiv für den Yuan, diese Hoffnung auf diesen Deal, es ist eine Hoffnung, meine Herren und Damen, nicht mehr und nicht weniger, doch eigentlich weniger als eine Hoffnung, nämlich ein Strohhalm. Wir sehen hier den Dollarindex, der jetzt deutlich zurückkommt, wir sehen Gold konnte gestern schon zulegen haben, Silber ebenfalls stärker und Öl ist ein bisschen schlecht gelaunt nach wie vor, weil Saudis und Russen sagen, oh, wenn die Iraner ausfallen, dann werden wir das eben ersetzen können. Dazu die stark gestiegenen Lagerbestände, sechsmal hintereinander jetzt gestiegen in den USA. Daher der Druck, aber es könnte eben auch für Öl jetzt nach oben gehen, wenn die Märkte wieder dieses Risk-On haben, denn der Handelskrieg war in den USA inzwischen mental doch ein echtes Thema gewesen, neben der Fed. Eines dieser großen Themen ist jetzt scheinbar erstmal abgeräumt, nicht in Realität, aber eben scheinbar. Dementsprechend steigen jetzt die Chancen einer temporären Rallye, die nicht eine Trendwende ist, sondern eben eine technische Rallye, eine impulsive Bärenmarkt-Rallye. Wir werden sehen, wie weit sie reicht. Ich wünsche einen super Start in diesen Freitag und 13:30 meine Herrschaften, gibt es die US-Arbeitsmarktdaten bei Finanzmarktwelt. Schauen Sie da rein. Bis dann. Servus. Ciao.